herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kulrike. Unter der Kamera sitzt heute für dich Stempelstream76 und das ist meine Wenigkeit. Ja, warum sind wir hier? Es wird Zeit für ein neues Stempel- und Stanzen des Monats-Video. Denn es ist wieder soweit. Ja, tatsächlich, es ist soweit. Ich muss dann eine kleine Korrektur vornehmen. In dem letzten Stempel- und Stanzen-Video des Monats hatte ich dir erzählt, dass es immer am ersten, zweiten Freitag des Monats rauskommt. Das war ein Kommunikationsproblem, Verständigungsproblem, wie auch immer. Ich stelle es jetzt richtig. Stempel und Stanzen des Monats gehen immer am ersten online. Sudle. Du wirst nicht immer am ersten des Monats ein Video von mir bekommen, aber dann am dem darauffolgenden Freitag. So war jetzt meine Idee. Ja, und für den September hat sich Kulrike auch wieder was Schönes ausgedacht. Und zwar ist es zum einen diese Stanz hier. Oh, Überraschung. Und ein Stempelset mit Stanze drin. Das sind die Felix Zauberhaft Minis. So, genau, zauberhafte Minis. Jetzt muss ich ja sagen, also das ist ja jetzt, also da komme ich ja jetzt mal so richtig aus meiner Komfortzone raus, weil mit diesen Mini-Stempeln bin ich ja jetzt nicht so, also wir sind nicht so, ne? Es ist mir zu klein. Also es ist für mich heute auch eine Herausforderung gleichzeitig. Dieses kleine oder beide Kerlchen da, weiß ich auch nicht so genau, zu verwenden. Auf jeden Fall ist in diesem Set noch drin, du bist zauberhaft. Zauberhaft in einer anderen Schriftart und ohne du bist. Dann heißt das hier Abracadabra. Hokus, Hokus Pokus Fidibus, so rum wäre es besser. Und Magic, yeah. Und dann gibt es natürlich noch die Stanzen. Und den Felix mit dieser Jacke da. Und im edlen Zwirn da unten. Genau. So, die gibt es auch tatsächlich in der Nummergröße. Die in der Nummergröße habe ich auch schon verwendet, schon vor einiger Zeit, aber in der Größe jetzt nicht. Also wir werden mal sehen, wie ich mir jetzt wahrscheinlich gleich die Finger brechen werde. Nein, ich habe schon eine Idee, was ich mit denen machen möchte und ich denke, das wird schon was, das wird schon was. Also auf jeden Fall, Überraschung und hier diese Minis möchte ich benutzen. Ich habe auch schon in etwa eine Idee, was es werden soll. Preise für Stanze und Stempelset blende ich dir jetzt mal hier unten ein. Die habe ich gerade nicht im Kopf. Ich bin noch im Urlaubsmodus, ich muss es ganz ehrlich sagen. Also, ich benutze noch auf jeden Fall dazu diesen neuen Aufleger hier, das Seil. Das habe ich noch nicht benutzt. Geht ja gar nicht. Da habe ich mir schon was überlegt, was es werden soll. Also, ich hoffe, dass es was wird. Und den Stencil. Diesen mit diesen verschiedenen Regenbogenstreifen Gedönse. Habe ich mir überlegt, das könnte ich jetzt auch mal, guck mal, schon ganz schmutzig, habe schon benutzt. Könnte ich auch mal dazu mit einfließen lassen. Sorry übrigens für meine Stimme, aber ich habe mir aus dem Urlaub auch noch ein kleines Andenken mitgebracht. Ich habe mir einen wunderbaren Rotz gefangen. Also, deshalb heute ein bisschen die belegtere Stimme. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. So, jetzt würde ich sagen, ich höre auf zu schnacken. Ich werde hier die Minis, die da, die zwei, ich möchte nämlich beide benutzen. In der Tat habe ich mir vorgenommen. Die werde ich jetzt erstmal mit dir kolorieren. Ich baue jetzt um und dann los geht der Peter, ne? Begonnen habe ich damit, dass ich mir weißen Cardstock in meine Stempelhilfe gelegt habe und die zwei Minis abgestempelt habe. Ganz einfach in schwarz. Denn das muss jetzt nichts Großartiges können. Ich habe dafür, glaube ich, VersaFine genommen, weil das einfach einen schönen Abdruck gibt. Für mich. Ja, und dann ging es auch schon mit dem Pinseln wieder los. Ich habe mir hier die Polychromos geschnappt. Die Einzelstifte, die ich jetzt hier für die Koloration verwendet habe, die verlinke ich dir unten in der Infobox. Und ja, ich streichle erstmal nur das Papier. Ne? Also du siehst ja so, der erste Farbanstrich ist ganz, ganz dezent und ganz, ganz leicht. Und dann überlege ich mir einfach, wo denke ich denn oder wo gefällt mir Schatten? Also wo glaube ich, dass das ganz gut aussieht? Ja, man kann das auch wissenschaftlich rangehen. Ich mache das einfach per Bauchgefühl. Punkt. Das macht aber jeder so, wie er es möchte und das ist auch völlig in Ordnung. So, ich habe mich jetzt hier entschieden, dass ich die Schatten in diesem Lila setze. Man kann da auch mal ein bisschen
anders von der Farbgestaltung herangehen. Also wie gesagt, dass ich da jetzt einfach lila genommen habe, anstatt schwarz oder dunkles Grau. Das geht auch, gibt manchmal dem Motiv ein viel besseres Leben, finde ich. Das kommt halt immer auf die Kombi an. Da musst du dich einfach mal durchprobieren. Jo, und jetzt ist hier mein Mantel Felix, sage ich mal, hat schon ein bisschen Farbe angenommen. Hab halt immer wieder dort verstärkt, also mehr Farbe aufgetragen, mit mehr Druck gearbeitet, wo halt ein Schatten entstehen soll. Das ist aber so eine Gefühlssache, das kriegst du ganz schnell raus, falls du es nicht sowieso schon super drauf hast. Ja, und jetzt kriegt der Pinguin auch noch ein bisschen seine Fellfarbe. Hat ein Pinguin Fell? Naja, also du weißt, was ich meine. Er bekommt seine Farbe, Punkt, um. und da verfahre ich ganz genauso. Ne, da bin ich einfach im Grau-Schwarz-Bereich. Und das, was weiß ist, mein Pinguin, bekommt dann auch einfach noch ein bisschen so eine Schmutzpatina. Ja, nachdem jetzt alles so durch ist, er auch schon Wangen hat, bekommt dann mit dem Sakura-Stift noch ein bisschen Highlights. Die setze ich gerne gepunktet auf. Ich finde das manchmal wirklich hübscher und bringt einfach viel, viel mehr Leben und Spannung rein, als einfach nur so ein gerader Strich. Das kommt immer drauf an, auch so ein bisschen nach Lust und Laune. Da habe ich jetzt nicht, dass ich nur Pünktchen mache oder nur Striche, bin ich variabel. Jo, und dann können wir hier schon an den feinen Zwirn gehen. Den habe ich jetzt erstmal in Grau grundiert. Und fange dann an, den dunkleren Bereich in so einem unheimlichen Mitternachtsblau zu setzen, sage ich mal. Und die Schatten dann nochmal mehr rauszuarbeiten mit Schwarz. Jo, und ein bisschen abgesetzt wird der Zwirn hier mit Lila. Lag halt gerade auf dem Tisch rum. Und gefällt mir zu diesem blau-schwarzen Zwirn eigentlich ganz gut. Koloriert habe ich hier gerade genauso, wie ich das auch schon vorher bei dem Mäntelchen gemacht habe. Ich fange halt an mit ganz wenig Druck, einfach nur mit dem Stift das Papier streicheln und dann die Schatten rausarbeiten. Ja, und dann bin ich auch irgendwann, glaube ich, mal fertig. Nee, noch lange nicht, sehe ich gerade hier. Jetzt kommt erstmal der Stock. Mit dem Stock habe ich mir ein bisschen schwer getan. Den wollte ich nicht auch noch schwarz machen, weil das wäre mir dann einfach zu dunkel geworden. Also hat er ein bisschen braun mit schwarz bekommen. Läuft ganz gut, gefällt mir ganz gut. Jo, jetzt kriegt hier der Pinguin noch seinen Schnabel und seine Füßchen angepinselt. Die Wangen und auch hier gibt es wieder ein bisschen Fellpatina. Weil so rein weiß sind die ja auch nicht, ne? Ja, und dann gibt es wieder mit dem Sakura-Gelstift ein bisschen Highlights. Auch wieder gepunktet, fertig. Wenn es ein bisschen zu viel ist, nehme ich das auch gerne mal mit dem Finger ab. Das verwischt es ein bisschen und macht es ein bisschen softer beim Übergang. Jetzt kann ich auch meine Minis schon ausstanzen. Denn die sind ja dabei, die kleinen Stanzen, bei dem Angebot. Ja, einfach nur durchkurbeln und fertig. Ich mache mir die Stanze gerne fest mit so einem Stückchen Kreppband, Washi-Tape, wie immer du das, was du da benutzt. Da ist mir das einfach nicht verrutscht. Das finde ich sonst ärgerlich. Ja, und jetzt kann ich mich auch schon an meinen Aufleger machen. Da habe ich mir auch wieder ein Stück weißen Kartstock von Faltkarten rausgesucht. Stanz hier dieses Seil, den Auflegerseil aus. Und das ist meine Idee für meine Karte. Ja, das, was ich mir überlegt habe. Hier habe ich mir jetzt gerade einfach mal grob so ein bisschen den Stencil positioniert mit den, wie heißt er denn, mit dem Regenbogen, mit den Streifen halt. Und das wische ich einfach mit den Dye Inks von Kulricke einmal in Crystal Pink, Pink Peacock, Fireprick und Purple. Das sind die vier Farben, die ich da verwende. Ja, das wische ich einfach nur ein. Ne? Ist ein bisschen filigran. Ich war da so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kropfschlächtig. Also man hätte es ein bisschen zarter machen können. Dann wäre das auch nicht so an manchen Stellen drunter rausgelaufen. Ist es ja nicht. Also hätte ich das einfach nicht verschoben. Punkt. Also es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Wenn man die Karte ganz genau sieht, vor sich sieht, dann fällt es ein bisschen auf, dass es ein bisschen verschwommen ist. Aber es ist nicht dramatisch, ne?
Hier stört mich gerade, dass diese Ecke da nicht zu ist. Also setze ich den Stencil einfach nochmal an und wische die zwei dunkleren Farben rein. Das ist Firebrick und Purple. Und schon geht das drüber raus. Ja, jetzt positioniere ich mir hier die Überraschungsstanze und gucke halt so, wie mir das ganz gut gefällt. Und nehme mir hier die Sterne aus dem Stempelset Sternenhimmel und ein Delicata-Kissen in Schwarz. Und will die Sterne dann noch abstempeln. Zuvor, wie du jetzt hier gerade siehst, habe ich mir aber das Überraschung ausgestanzt aus meinem Aufleger. Und da ist so ein bisschen Schmutz drauf. Das passiert einfach mal beim Stanzen. Und dafür nehme ich diesen Mono-Sand-Rubber-Eraser, also Radiergummi. Da kriegst du schön ein bisschen was weg mit ein bisschen Gefühl. Hast du gesehen, ist nichts mehr da. Finde ich mega. Wirklich so ein kleiner Tipp am Rande. Ist wirklich, kostet nicht viel Geld und macht aber wirklich das Leben manchmal wirklich um vieles einfacher. Also mir zumindest. So, die Überraschung hinterlege ich mit Schwarz, damit es ein bisschen mehr auffällt. Siehst du, es hat gleich ein bisschen einen anderen Guck, ne? Und das ist so meine Idee. Hier entscheide ich mich jetzt gerade nochmal um, dass die Minis anders sitzen. Dass der im feinen Zwirn oben sitzt und der mit dem Kapütchen da unten. Ja, und jetzt kann ich hier meinen Hokuspokus-Fidibus aufstempeln. Mache ich auch einfach nur in Schwarz. Und jetzt endlich kommen hier die Sterne zum Einsatz. Also die stempel ich ab. Punkt. So. Mache ich jetzt auch nicht lange rum. Und setz einfach die Sterne drauf. Fertig. Also passiert jetzt nichts Wildes. Und dann gibt es noch diesen... Ja, da fehlt noch einer. Zack, noch einer hin. Und jetzt nehme ich mir noch diesen Kreis aus dem Set raus. Aus diesem Sternenhimmel-Stempel-Set. Und stempel das ab. Jetzt nehme ich hier noch so eine Matte drunter, weil ich vorher festgestellt habe, dass es nicht immer überall gut abgestempelt hat. Und es hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber für die Kreise nehme ich es jetzt. Und die setze ich so ein bisschen übereinander. Also da jetzt nicht. Also ich habe keine Wissenschaft draus gemacht. Einfach nur, wo ich dachte, och, könnte was aussehen, könnte passen. Da setze ich mir hier die Kreise hin. Und wie ich ja von der Stempelgarage gelernt habe, immer schön ungerade Zahlen, ne? Deshalb 7 Kreise. So. Der Hintergrund ist mir noch ein bisschen zu nackig, deshalb nehme ich mir hier dieses Crystal Pink nochmal und verdünne mir die Stempelfarbe mit Wasser und troppel die da gerade drauf. So ein bisschen unordentlich in den Hintergrund. Die Farbe habe ich ja sowieso schon drin, wiederholt sich nur, passt perfekt. Und jetzt kann ich auch schon dazu übergehen, meine Basiskarte zu schneiden. Da habe ich einmal den weißen Cardstock, Heimat, deine Sterne, und den schwarzen von Faltkarten. Und den schwarzen Cardstock, den schneide ich mir genauso groß, wie meine Karte ist. Und die Karte halt dahinter in weiß, damit es sich besser schreiben lässt. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Das setze ich deckungsgleich auf. Jetzt kann dann der Aufleger drauf und das hat ein bisschen einen Guck, ne? Den möchte ich aber erhöht setzen, einfach nur mit so Schaumband, ne, so 3D-Gedönse. Und ja, Schutzfolie abziehen ist auch immer ganz nett, dann hält die Nummer auch. Und dann kann ich das auch schon draufsetzen, so ein bisschen mittig, ne, also da gucke ich dann halt. Meine zwei Minis bekommen auch noch ein bisschen hier von dem 3D-Band, dass es auch nochmal rauskommt. Weil der Hintergrund ist ja schon wild und ich habe Angst, dass diese Minis dann einfach nicht mehr auffallen, wenn ich sie flach aufgesetzt hätte. Das ist so mein Beweggrund. Jo, zack, zerab, der findet auch noch seinen Weg. Und dann überlege ich mir, dass noch ein paar Pailletten draufkommen. Die mache ich hier mit so Kludots fest. Und dann war es das eigentlich auch schon. Mein Kärtchen ist fertig. Mit den Minis. Ich glaub es nicht. Und jetzt muss ich dir was sagen, aber bitte verrat mich nicht, ne? Nicht, dass es noch jemand mitkriegt. Irgendwie sind sie niedlich. Also,
Aber pst, nicht verraten, ne? Nee, also ich habe mir das immer schlimmer vorgestellt, als es jetzt ist oder war. Zumindest diese Größe. Ich muss mal gucken, ob die anderen Minis noch Minier sind. Minier gibt es nicht. Das sind ja dann die Minions. Nee, also jetzt fangen wir an, Quatsch zu reden. Nee, also auf jeden Fall, es war wirklich nicht schlimm. Von der Größe her konnte ich noch gut kolorieren. Ich habe auch, wie du siehst, keine gebrochenen Finger. Hat also alles funktioniert. Und ja, ich habe mich dann, wie so üblich, mal wieder ein bisschen verkünstelt. Aber kennst du ja, ne? Das bin ich halt. So, ich muss sagen, ich hatte diese Stanze ja noch nicht benutzt. Ich muss es zu meiner Schande gestehen. Ist schon eine Zeit lang in meinem Fundus, aber irgendwie war noch nicht die passende Situation, dass ich sie hätte nehmen können. Aber ich finde die toll. Also die hat irgendwie was, ne? Also mir gefällt sie in der Tat sehr gut. Ja, also ich kann dir Stempel und Stanze des Monats echt nur ans Herz legen. Ist eine schöne Sache. Ich glaube sogar, die müsste auf die eine oder andere Verpackung auch drauf passen, die Ulrike hat. Pizzabox auf jeden Fall, also wenn nicht gerade, wobei das könnte schon hinhauen, dann aber auf jeden Fall so schräg. Also ich denke, da ist schon eine Menge mit möglich. So, das war jetzt auf jeden Fall mal so meine Idee dazu. Mal wieder ein Kärtchen gemacht. Und ja, jetzt kann ich gar nicht mehr viel sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich tschüss, bis bald.